Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. So, ich habe den größten Teil der Zutaten. Hallo Jasmin erstmal. Hi. Ihr habt den größten Teil der Zutaten jetzt schon mal einsortiert hier. Aber nicht alles, ne? Nick? Nee. Big Nick? Ein bisschen wollte ich auch mit uns zusammen machen hier. Wieso isst die denn so viel? Ich habe jetzt 3 Steaks gegessen und die hat immer noch Hunger. Ja. Mein Bein ist immer noch gebrochen. Ist immer noch gebrochen? Ja, eine Minute. Öffnen. Oh, ich habe 2 automatische Schrotflintengeschütztürme mit Munition dazu gekriegt. War noch in dieser Kiste drin. Ah, ich wollte doch einstellen, dass wir die Kiste von diesem blöden Flugzeug auf der Map sehen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ah. Mann, Patrick. Scheiße. Ah, wo bist du denn wieder mit dem Kopf, ey? Ja. Kann man im Nachhinein auch nicht mehr machen, wa? Nein. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, wie mit den gelben Säcken, oder? Beim nächsten Mal bringen wir die raus. Ja. Ne, man muss ja nicht jedes Mal gelbe Säcke rausbringen, nur wenn die dran sind. Nee, schon über einen Monat her jetzt, ne? Du stellst mich voll schlampig da, ja? Lass das. Was sollen die Leute denken? Stell dich nicht da, so ist es. Jawohl! Das war das Bein, Digga. So, machen wir noch mal ein bisschen... Oh. Ein bisschen Mais fertig. Komm doch, komm doch. Ja, komm her. Ach, kommst wohl nicht weiter, wa? Na komm, hier, ich steck dir noch mal was rein da in dein Hirn. Das sieht ja idyllisch aus mit unserer riesigen Baumplantage hier vor der Tür, aber die müssen wir mal wegholzen. Alter, bleib mal locker, Junge. Ich wollte ja sowieso ein bisschen was bauen. Halt mich hier erstmal voll. Dezente Veränderung vornehmen. Ist wirklich? 1, 2, 3. Hier passen 5. Hier machen wir nochmal Mais, Samen. Warte, erstmal nur ein. So, und die Pilze, da habe ich einmal Sporen bekommen. Würde hier gerne Pilze machen. Rezepte, Pilzsporen, Samen. Brauche ich Lehm für? Crude, Stonehead und Lehm. 2, ne? So. Dann haben wir noch einen Pilz über. Baumfeld! Jo. So, wir wollten ja heute sowieso ein bisschen was umwurscheln hier. Kann man hier eigentlich auch Kettensägen bauen? Ja. Cool. Ja. Was braucht man dafür alles? Motoren. Ja, haben wir doch ein paar. Mechanische Teile bestimmt. Warte mal. Haben wir auch. Kettensäge. Vor allem brauchen wir dafür den Bauplan. Achso. Wir haben keinen Bauplan. Wir haben sowieso keinen Plan. Ich weiß nur nicht, wo ich die Schrotflintengeschütze platziere. Aber das wird geil. Meinst du? Ja. Du, dann bin ich soweit cool, komme ich erstmal runter. Willst du ja? Ja, ich bin cool. Was willst du hier? Ach, hier ist ja auch noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich wollte ja noch bauen. Ich möchte den Boden hier massiv haben. Und hier eine Wand rüberziehen und die Tür unten wegnehmen gerne. Weil wir haben noch außen die Leiter jetzt dran. Welche Leiter denn? Gegenüber der Garage. An diesem Holzblock hier. Wer weiß, wie lange ich da vorbeilaufe dann. Ja, du gewöhnst dich dran. Gewohnheit. Du gewöhnst dich dran. Mhm. Dann würde ich sagen, ich schaufe hier schon mal aus, damit wir hier anfangen können, massiv zu bauen. Mhm. Mal gut, dass ich die stabile einer Schaufel habe. Siehst du, eine Schaufel wollte ich mir noch machen.
Wir müssen ja auch das Gebäude selbst auch noch umbauen, ne? Wie denn? Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, wieso? Was willst du da jetzt noch umbauen? Naja. Was? Naja. Das ist ja noch lange nicht fertig. Ach, das ist ja eine Dreierschaufel. Ich habe ja gar keine Einerschaufel. Oh. Habe ich vollkommen umsonst gejammert. Ja. Toll. Wie immer. Ja. Ja, wieso zieht er die denn nach da oben? Nee, weil ich möchte gerne, wenn wir irgendwann in der Lage sind, eine Werkbank zu bauen, hätte ich hier gerne diese Klingen fallen. Da will ich schon mal mich so ein bisschen drauf vorbereiten. Kann ich eigentlich... Brauche ich auch einen Bauplan oder den Mechaniker? Ich habe aber keine Punkte. Wo finde ich denn den Mechaniker? Hier unten. Motorrad, Mini-Motorrad, Motorrad-Fanatiker, Motorrad und Aeronaut. Okay. Let's go. Let's go. We're all in the house. Okay. Ja, wir sind halt echt noch nicht weit, ne? Möchte ich mal behaupten. Ja, geht, ne? Wir sind ja auch bei Tag 17 erst, ey. Ja, aber von dem, was wir können. Das ist ja nicht viel. Ja, richtig, wir können nicht viel. Aber wir haben trotzdem Spaß. Ja, das ist ja wohl die Hauptsache, oder was? Ja, das ist die Hauptsache. Kann ich da eigentlich auch drunter buddeln? Ey, wehe, da kracht gleich alles zusammen. So. Ja, meinst du, ich soll das lassen? Ja, bei deinem Glück lass es bitte lieber. Ich habe keinen Bock, dass wieder alles an Essen weg ist. Nee, das wäre ja dann unser Haupthaus. Also da wäre alles. Das ist ja egal, wenn erstmal alles zusammenkracht. Da wäre alles an den Komponenten weg, die wir nicht so schnell wieder kriegen. Ja, lass es. Na gut. Bitte. Wenn du der Meinung bist, eigentlich heißt ja immer no risk, no fun und you only live twice. Ja, aber genau, und dann wieder alles neu sammeln. Wir hatten so gute Sachen. Jasmin, you only live twice. Das ist alles weg. Ja, was dich alles umbringt, macht dich stärker. Ja. Genau. Ah, die Ausdauer. Ich genehmige mir mal einen Kaffee. Der Kaffee ist gut, ne? Ja. Na, für Ausdauer ist der genial, ne? Ah, mir tun richtig die Zähne jetzt weh, ey. Ja, das kommt so im Alter, ne? Ne. Draußen bellt ein Hund. Echt? Boden? Ich glaube rechts bei den Nachbarn. Rechts ist denn das jetzt da? Der Schäferhund nebenan. Wo denn? Im Real Life. Oh! Ich bin schon mit meinem Speer hier. Ich wollte den jagen wegen Fleisch und so. Gleich losgeheatet. Ey. Ich weiß nicht, ich glaube, du kriegst Probleme mit der Nachbarin, wenn du den Hund killst. Nur um da so ein bisschen Leder, Knochen und Fleisch rauszuholen. Und Fett. Ich wusste ja nicht, dass du den meinst. Ich dachte, du meinst hier im Spiel. Ach ja, die Baumaßnahmen. Ja, wir müssen unbedingt gucken, dass du auch ein Fahrrad kriegst, damit wir mal so eine Strecke... Ich hätte auch gern die ganzen Häuser noch durchgelootet. Aber jetzt direkt. Ja, da waren auch noch voll viel Big Packs, wo wir zum Schluss waren. Ja, also wir sind hier echt kacke von der Lage her, ne? Ja, aber jetzt alles wieder ummuscheln ist doch blöd. Na, vielleicht sind wir in der Lage, Motorrad, Fahrrad und alles zu bauen.
Boah, nee, ich schlepp doch nicht alles da hinten hin, ey. Nein, dann können wir da hinfahren, meine ich. Ja, das schon, aber... Dann machen wir einen Roadtrip, Jasmin. Ach. So, da bin ich... Neben der Hauskante? I guess. Also bleibe ich hier innerhalb der Hauskante. Ey, wieso bin ich eigentlich heute beim Montag? Weiß ich nicht, ist ja Tag 17, das heißt, wir hätten rein theoretisch Donnerstag, oder? Nein, ich bin heute irgendwie beim Montag, ich weiß nicht warum. Hm. Komisch. Ist echt merkwürdig. Du solltest mal einen Psychologen aufsuchen. Ja, ich glaube. Ich würde mir da fachmännischen Rat einholen. Ja, es wird Zeit. Oh, ein Bär! Jasmin, also ich habe zwar heute Sport gemacht, aber ein Bär bin ich ja nun wirklich nicht. Ich krieg dich, du kleiner Scheißer. Was? Ich habe gar nichts getan. Können wir kurz Bros werden, damit ich sehe, wo du bist? Nee, geht gerade nicht. Kämpfst du schon? Geh weg! Ach da, auf dem Berg. Auf dem Berg ist ein Bär. Bruno. Wo ist er denn? Bruno. Oh, ich stehe in ihm drinne. Bruno der Bär. Ist mir egal, wenn ich sterbe. Du kannst den ja auch killen. Nö, nicht wirklich. Wieso nicht? Ich treffe den nicht. Ja, du musst schon hingehen. Bevor das Fleisch wegläuft. Bevor das Fleisch wegläuft. Ja, wir brauchen Fleisch. Mensch, komm, ja, hier an bei meinem Bett, wo... So, hab ihn getroffen. Wo bin ich denn dann? Bring ihn mit. Oh, das war vielleicht dumm. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten sollen. Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier oben hat der mich ja toll. So. Ah, ich komme gelaufen. Ich sehe nur nichts. Böser Bär. Böser Bär. Seid ihr da bei meinem Rucksack zufällig? Nö, ne? Was passiert denn, wenn ich dem einen mit dem... Au! Der hat mich... Au! Ich kann da nicht dicht ran. Oh, oh. Wo seid ihr denn? Auf der Mauer, auf der Lauer ist ein kleiner Bär. Wer seid ihr denn? Hä? Hä? Vorne an der Haustür. Ach Gott. Ja, ja, wir sind nicht weit gekommen. Ibims! Komm her, du. Ja, komm her, komm, 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 komm. Komm, lauf doch nicht wieder weg. Er geht die Treppe hoch. Sag ihm, dass das nur für Menschen ist. Oder die diesmal waren. Ich habe keine Ausdauer. Ich dachte, er ist tot. Ich habe gerade aufgehört. Ich komm dazu. Ich habe ihm eine mit dem Knüppel gegeben, Jasmin. Ich habe ihm schon wieder eine mit dem... Ach ja? Ach ja? Wo bin ich denn? Wo ist er denn? Ich bin nicht schon wieder... Und ich bin schon wieder gleich tot. Das, also mit dem Knüppel, das war eine dumme Idee. Ich dachte, auf Nahkampf ist cooler. Au! Lass mich... Ich bin tot. Ich auch. Schon wieder? Ja, was denn? Was machst du denn, Jasmin? Ja, ich riskiere mein Leben für unser Essen. Ja, jetzt werden wir wohl erstmal keinen Hunger mehr haben. Ist mir egal, wir brauchen es ja trotzdem. Ja, es war aber trotzdem eine dumme Idee. Ich dachte mit dem Nahkampf... Ich finde die Idee ganz gut. Also, raus hier mit dir, geh jetzt. Der hat ja so viele Pfeile und so schon abbekommen. Ich dachte, auf Nahkampf ist kein Problem. Ist halt ein Bär, ne? Darfst nicht vergessen. Ja, aber du hast ja gesagt, ich bin auch ein Bär. Ah, hallo! Ich hab doch noch gar nichts gemacht, Digga. Ja, du lenkst ihn ab und ich schieß auf ihn. Sehr gut, Jasmin. Jetzt reicht's aber. Das nenne ich Teamwork. Du machst das schon mit dem Fleisch. Einmal einen rübergebraten, dann ist gut. Das oh, was hab ich noch gekriegt? Deine HP sein.
Einmal was? Was war das denn? Muss ich gleich mal gucken. So. Dann schaufeln wir mal weiter, ne? Ah, das war Bär Nummer 1. Wie viel Fleisch gibt ein Bär Nummer 1? Bis jetzt habe ich 48. 48 habe ich. 48 vom lieben Bruno. Lieb war der jetzt nicht unbedingt. Boah, der war doch ganz umgänglich. Er hat halt so seinen eigenen Charakter. Ibims, der Bär. Wenn man weiß, wie man ihn zu nehmen hat, dann geht's doch eigentlich. Wie der Bärknut. Ah, den gibt's ja gar nicht mehr, ne? Ah, da ist jemand privat gerade abgelenkt. So, ziehen wir hier eine Mauer hoch, da muss der Pfeiler doch weg. Aber das ist ja kein Problem, ne? Der ist doch oben irgendwo verbunden, oder? Nee. Rein theoretisch, wir haben es zwar bei der anderen Mauer nicht, aber ich würde vielleicht hier auch einen tiefer gehen, wegen der Stabilität. Sag mal, du kennst doch noch den Braunbär Bruno, ne? Nee, wer ist das? Das ist doch dieser Bär, den sie erschossen haben. Boah. Da ist erst ganz Deutschland ausgeflippt. Ja, wir haben wieder einen Bären. Er ist in seine alte Heimat zurückgekehrt und so weiter. Und dann hat er angefangen, die Mülltonnen durchzufressen. Und dann hat man ihn erschossen, weil er den Gebieten... Ey, ich hab Testosteron gekriegt. Vom Bär. Okay, du weißt aber schon, dass du davon kleine Eier bekommst. Also, besser wie keine. Vielleicht sollte ich auch mal Testosteron nehmen. Ist ja cool. Kleine Eier sind besser als keine. So, das haben wir. Fett habe ich da. Die Knöchel backe ich da. Testosteron haben wir jetzt 7 Stück haben wir jetzt davon tatsächlich, ey. Lieben mal Testo. Steron. Oh Gott, da mache ich ja wenig Damage. Oh ja, Gott, da mache ich ja weniger Damage. So, Nachtsicht an und gib ihn. Haben wir hier noch einen Bumper? Ein Bär? Ein Tier oder so. Ja. Wo denn? Haut gerade so einen Pfeiler weg. Achso, außer mir. Ja, das weiß ich nicht. Ich will noch irgendwie was erlegen hier. Leeres Vogelnetz. Wildschwein oder so wäre auch geil. Irgendwas? Wie hört die Musik auf? Na, die Wildschweine sind auf jeden Fall leichter zu erlegen als ein Bär. Egal. Ist doch lustig. Die Musik hört hier nur so komisch. Sag mal, wir können doch... Können wir nicht eine Helmlampe machen? War da nicht was? Also du brauchst ja keine, du hast ein Nachtsichtgerät, aber für mich wäre das vielleicht ganz, smooches. Was wäre das? Ja, eine Helm, ein Bergbauhelm. Ja, können wir herstellen. Wir können auch einen Helmlicht-Mod machen, aber wir brauchen dafür eine Werkbank. Und die wir immer noch nicht haben. Nee, und die Werkbank können wir auch noch nicht bauen, weil wir dafür, was war denn das, fortgeschrittener Ingenieur brauchen. Oder einen Bauplan. Aber will ich hier wirklich noch ein Tor? Weil hier ist ja auch so schmal, ne? Ey,
Ich muss mich jetzt mal eben in Sicherheit begeben und muss mal kurz hoch. 1, 2, 3, ja. 1, 2. Also hier hoch? Ach, das wäre ja schon neben, ne? Weil wir sind ja hier ein Block eh draußen. Dann habe ich hier umsonst ein Loch gebuddelt. Welt, ey. Oh. Kann ich hier draußen stehen? Nee, ich gehe nicht. Ich bin ja ein Held. Ich brauch mal meinen Clownhammer. Und nochmal ein bisschen Wood. Wir haben sogar einen Motor. Was können wir mit dem Motor alles machen? Kann ich das? Das kann ich doch nachlesen, ne? Warte mal. Generatoren. Okay. Ach, ich wollte eigentlich nicht an diesen Stack ran. Endlich hatte ich mal einen voll auf 6000. Sollte man eher den Boden oder eher die Wände anfangen, aus Stein zu machen? Ich glaube, sinnvoll wäre. Ist eigentlich egal, ne? Ich meine, hier unten sind die Wände aus Stein. Eine Zimmermannsarbeit hier. So, dann haben wir den nämlich komplett durch. Und man könnte ja sagen, dass man bis auf diese Höhe hier unten schon mal alles Stein macht, ne? Ja, genau. Mhm. Was hast du jetzt hier gemacht hier? Fußboden. Fußboden? Ein fußigen Boden. Hey, wo sind denn jetzt hier Reparaturkits drin? An der linken Seite der Kiste. Nee, warte, in. Nee. Waffen und Munition? Hast du schon wieder irgendwo anders hingepackt? Ja. Toll. Ja. Da. Guck mal, bei Waffen. Ach. Nüpp. Was nüpp? Da? Hier bei Trans blablabla oder wie das heißt. Transformer zu. Transformer zu. Guck mal hier nach so einer Kacke. Ja, das war ich. Ja, du bist ein richtiges Tier, bist du. Also, war ich aber richtig kreativ, war ich doch. Nee. Doch. Du redest immer nur sowas, ey. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Bin hier, ey. Ja, hi. Jo. Hänge ich da gerade irgendwo fest? Ach, wow. Voll in die Zäune gelaufen. Aber die Leiter hast du schon gesehen, ne? Nö. Wo? Da an diesem Pfeiler. Aha, da hinten, ja. Hm, hab ich grad. Wir brauchen noch Fleisch. Hallo, Tierchen. Put, put. Hallo. Kommt mal hierher, traut euch keine Angst. Ich tu euch nix. Hatte gerade einen Anzeigefehler.
Was, wie, inwiefern jetzt? Na, der hat mir erst nicht angezeigt, dass ich das auf Holz aufgewertet habe und hab die ganze Zeit gesagt, mir fehlt Stein. Na hier, kann man wieder Müll und so durchgehen. Wieder ge... wie heißt das? Gespawnt? Nee, wie heißt das? Wenn man hier wieder... Looten? Also, dass das gespawnt ist wieder? Da hinten ist ein Hund. So. Das ist ein Witz, dass diese komischen Latten hier auch 500 HP haben. Ahundli. Ahundli. Schnapp ich mir. Schnapp ihn dir, Tiger. Was brauche ich denn, wenn ich die Schaufel reparieren will? Auch Reparaturkette. Aber warum haut denn der ab, ey? Brauche ich zwei. Definitiv. Ich müsste vielleicht mal wieder Reparaturkits machen. Ja, kann man sich eigentlich auch einen Hund zahm machen? Zahm machen? Zahm? Ja. Nee. Schade. Also ich habe jetzt einen Hund tot gemacht. Fleisch und so. Das werde ich dir nie verzeihen, Jasmin. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Das gehört sich einfach nicht. Ja. In der Not frisst der Teufel fliegen. Nicht vegan sein ist nicht okay. Mann, die Alte ist so dumm, ey. Entschuldigung. Ja, ich finde sie ist sehr aufdringlich mit ihr. Also sehr intolerant. Ja. Und dumm. Na, ihren Standpunkt kann ich verstehen, wenn sie Tiere so gerne mag. Ich mag Tiere ja auch so gerne. Nur eher gebraten und... Ja. Aber ist ja okay, wenn das ihre Überzeugung ist, kann sie sich ja für einsetzen, ne? Aber ich finde, die ist halt sehr... immer alle aufdrängen, ey. Warum bist du denn nicht vegan? Oh. Ja, ich finde, die ist sehr radikal. Ja, die kann ja auch machen, was sie will, aber ich will die anderen in Ruhe lassen. Oder sie macht, was sie will und lässt die anderen einfach nicht in Ruhe. Das wäre auch okay. Ja, nee, wäre es nicht. Das ist wie wenn diese ADAC-Stände dich voll quatschen, weißt du, irgendwo im Laden, du willst ganz kurz mal was einkaufen. Ja. Und dann steht da so ein ADAC-Stand und er fragt dich, sind sie schon beim ADAC? Ist egal, ob du ja oder nein sagst, der quatscht dich trotzdem voll. Nee, ich sag immer, ja, bin ich schon. Mich quatscht immer trotzdem voll. Ich geh mal bei, ja, vielleicht bringst du es nicht so überzeugend rüber. Ich sag, ja, ich bin schon seit Jahren beim ADAC. Ja, und wie gefällt's ihnen? Gut. Ich habe jetzt aber auch keine Zeit zum Quatschen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich ein Kind mit habe. Ja, und wenn es nicht das eigene ist, draußen eins gefunden. Ja, ich nehme einfach eins. Naja, eigentlich so eine Späßchen drüber machen. Das ist ja jetzt zur Zeit hier sehr verbreitet, leider. Ja, gerade bei uns. Eine Kasse so eins ausgeben, kann ich mal kurz, nur um rauszugehen? Ja. Der Mann da hinten macht mir Angst. Der vom ADAC stand. Weil die sind wirklich sehr penetrant und aufdringlich. Ey, das ist so... Ja gut, das ist halt deren Job, ne? Die müssen sich ja auch ist irgendwie mir egal. Verbreiten. Wenn, ja, schön, und ich sag mal, der Dienst vom ADAC, der ist ja per se recht gut. Das Problem ist halt, dass die Versicherungen mittlerweile fast alle dasselbe anbieten. Ja. In der Versicherung mit drin. Und ich habe noch nicht einmal den ADAC gebraucht, also hätte ich Geld ausgegeben. Ich schon. Ja, da war ich, ich war unten in München, also ich bin 5,5 Stunden schon gefahren. Und der ADAC-Mann kam, sagte, ich weiß doch auch nicht, was da kaputt ist. Ist in sein Auto eingestiegen. Ich dachte, der guckt in ein Handbuch oder irgendwas nach. Da ist der weggefahren. Stand ich da immer noch. Ja, geil. Und dafür bezahlt man Geld, ey. Ja. Der war nicht so motiviert auf seinen Job. Ich weiß auch nicht, was da kaputt ist. Lass ich den da einfach stehen. Ja. Mit einem kaputten Auto. Ja, ich stand denn da und dachte so, oh, der guckt bestimmt nach, was das sein kann. Macht der Motor und fährt weg. Wie stumpf, ey. Ich hätte mein Blick hätte ich da gerne gesehen. Ja, und was hast du dann gemacht? Einen ADAC angerufen. Nochmal? Ja. Und dann kam andere oder was? Ja, ich hatte Probleme mit der Drosselklappe, aber das hat sich von alleine dann wieder eingependelt. War wohl verdreckt oder irgendwas, ne? Dann war die verklemmt.
Das war richtig unangenehm, weil ich konnte auf der Autobahn, das Auto wurde nicht mehr schneller als 60, ne? Hm. Und da war 10 Kilometer oder irgendwas Baustelle, also endlos lang, ne? Hm. Und hinter mir war ein LKW. Und die haben ja Zeitdruck und echt beschissene Arbeitszeiten. Und ich denke mal, dass so ein Schleicher auf der Autobahn das Letzte ist, was so ein LKW-Fahrer will. Und dann hat der mir immer gedroht, dass er mich von hinten gleich anfährt. Dann ist er immer dicht aufgefahren, hat wieder abgebremst, dicht aufgefahren, dann hat er gehupt. Aber ich konnte nicht schneller, weil mein Auto nicht mehr schneller gefahren ist als 60. Da war ich schon kickdown. Da habe ich schon voll runtergetreten. Dann hatte ich Warnblinker an, damit man sich so denken kann, okay, da stimmt was mit dem Auto nicht, das war dem egal. Der hat mich die ganze Zeit angepöbelt, die ganzen 10 Kilometer. Ja. Ja, das war lustig. So. Ich habe kein Tier mehr. Ein Hund und ein Bär haben wir jetzt gehabt, ne? Ein Hund und ein Bär? Ja, hatten wir jetzt, ne? Ja, du. Ja. Ja. Ich hatte Lehm. Lehm und Lehm lassen, Jasmin. Ja, aber mach nicht so eine Löcher, dass da alles zusammenkracht, ne? Hä, mach ich doch gar nicht. Mhm. Naja, ich kenne deinen mach ich doch gar nicht. Ich bin praktisch Tiefbauer, ja? Ich hab hier schon so viel geschaufelt gerade, ich könnte ein Studium absolvieren. Ah ja. Ich weiß genau, was ich hier tue. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Der Rest der Welt auch nicht. Mhm. Merkst du was? Nö, ich merk nichts mehr. Ich weiß. Die ist kaputt. Mhm. Oh nein, scheiße! Hallo, mach weg die scheiß Natur! Konnte ich noch nie leiden. Kack Sauerstoff. Braucht kein Mensch die Scheiße. Genug Bäume hier. Das ist die richtige Einstellung. Es gibt noch genug Bäume. Das hat man beim Dodo damals auch gesagt. Ich pflanze auch gleich neue dann. Willst du wirklich? Das ist schon der 12. Dodo, den du heute erschießt. Oh, es gibt noch genug Dodos. Mhm. Buddel ich jetzt hier auch schon runter oder lass ich es sein? Ach, ich weiß es doch nicht, Jasmin. Ich weiß es doch nicht. Soll ich schon so einen großen Schritt wagen? Ich weiß es nicht, Patrick. Ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht, ne? Nein. Ich würde vielleicht sagen, dass ich erstmal unten die Tür wegnehme. Obwohl, wir haben ja noch Zeit bis zum Blutmond, ne? 3 Tage. Können wir denn immer noch wegnehmen? Ganz schön ruhig hier heute. Ja. Ist ganz schön entspannt für Nacht, ne? Ja. Du solltest was singen. Ich bin ein Level up. Hey, wieso bist du schon wieder ein Level up, ey? Weil ich baue. Das gibt ja, ich hack hier auch die ganze Zeit. Doch auch 4 HP. Ich krieg hier nix, ey. Muss ich das vielleicht auch irgendwie umstellen bei mir? Hä, du musst dafür nichts umstellen. Moin! Oh. Ja, klar, dass er mich wieder trifft. Trotzdem, ach so, ey. Ja. Wir mal irgendwo ein bisschen besser zu Loot kommen. Oha. Den könnte man nämlich demnächst. Oh, da kommt so ein scheiß Kriecher, ey. Ich hab jetzt gerade keine. Vaseline? Nee. Ausdauer so dolle, weil ich schon wieder Hunger hab. 6.
Wie viel? Zwei. Hast du den... Hä? Ist er denn jetzt ein Eingang hier oder was? Noch nicht, noch nicht. Vor Frust ist mein Hosenknopf aufgegangen. Warte mal, was? Ach, da. Ist das ein Schmutz, Jasmin? Oh, wo habe ich denn die Blaubeeren her? Ich wollte dir eine Überraschung machen. Aha. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich alles dafür vorbereitet habe, ich brauche eine Werkbank. Eine Werkbank. Eine Werkbank. Ups. Tja. Hä, wo hab ich den? Kann ich diese Eisenschaufel 3 nehmen? Ja, die ist für dich. Oh, cool. Wolltest du ein Loch buddeln? Nee, aber wenn ich mal Big Packs hab oder so, geht das besser damit. Ja, du kriegst auch mehr raus. Mhm. Wo sind denn jetzt hier diese Sprungfedern hin, ey? Transformer-Zubehör. Das ist ein roher Diamant, ey, wer hat denn Dinge? Ich? Aha. Ja, so bin ich manchmal, ne? Hä? Oha. Mhm. So. Ja. Was ist noch hier so drin, was ich da reinmachen könnte? Nicht. Blei, wo hast du Blei drin? In den Knochen. Weiß ich nicht. Da muss ich mal kicken. Mache ich, finde ich nicht. Beete und Felderblock, aber ich wüsste noch, ich weiß noch nicht, wo wir den Garten letztendlich lassen. Hey, wieso habe ich denn so viel Fleisch und so hier in meinem. Bestimmt von gestern, wa? Hey, 16 Garten Fleisch, 10 Fleisch. Hä? Oder hinten hinter über dem Raum. Aber wir werden ja mit Werkbank und Lager, wir werden ja wahrscheinlich noch größer werden, ne? Ja, ich aber warum habe ich denn so viel Essen hier bei mir? Ich und weiß trinken, nicht. Hä? Ich weiß nicht. Ich habe gar nicht so viel gehabt. Kann ich unten die Tür schon wegnehmen? Bestimmt. Hä? Hat der jetzt alles hier rausgenommen? Ist der doof? Was hat denn der jetzt hier gemacht? Nein. Du bist nicht auf den falschen Pfeil gekommen? Hä? Was für ein Pfeil? Ich bin auf gar keinen Pfeil gegangen. Sortiere das jetzt wieder ein, einfach. So. Hey, deswegen, ich habe mich schon gewundert, warum ich die Kartoffeln hier drin habe. Hm. Naja, das ist mir auch schon passiert. Hä, was denn? Ist doch alles gut, ich habe doch da wieder alles drinne. Ich hab das wieder reinsortiert jetzt. Du. Du hast es genauso sortiert, wie es war? Nee. Einfach wieder reingemacht und immer sortiert so ein bisschen. Ja. Ja, ist doch okay. Weiß ja nicht, dass ich darauf gekommen bin. Ich habe mich eben nur gewundert. Hä? Ja, ist mir aber auch schon passiert. Geht doch.
Ist doch okay. Komisch. Also ich kann ja schon mal was essen. Ja, mehr Garten wäre eigentlich gut, aber andererseits... Weil wir könnten ja im Moment... Geh mal weg, bitte. Mensch! Jedes Mal, wenn ich mich gerade irgendwo hinstelle, will ja, der dann stelle ich nicht immer in die Tür. Immer. Sei ruhig. Das machst du privat auch immer. Wenn du irgendwo stehst, dann im Türrahmen. Ich höre so ein Klingeln am Ohr. So, wo ist denn das Blei jetzt? Dann mache ich erstmal hier noch drei. Das ist nicht. Kann man ja wieder abbauen, ne? Ich find's nicht, Schatz. Ich weiß nicht, wo du das schon wieder hinsortiert hast. Machen wir davon Nummer 3. Dann gehen wir erstmal auf Mais. Ich hab das jetzt einfach da reingemacht in dem Ofen. Gehen wir erstmal auf Mais. Hast du gehört? Ja. Was suchst du denn? Nix. Was hast du ihm gesagt? Alter, nix. So gut. Das geht ja gar nicht. So, warte mal, wo ist denn das Holz drin? Wo hast du das Holz reingemacht jetzt? Crude. Was? Crude, Stonehead und Lehm. Ja, ich habe schon Leben in der anderen Kiste wieder drin. Oh, Jasmin. Ja. Ich habe sie doch extra beschriftet, Jasmin. Ich kann halt keine Bilder raufmalen. Ja, ich habe doch jetzt nicht hier hinten hingeguckt. Oh, Jasmin. Wieso? Aber ich will jetzt eigentlich ungern dort. Oh, wir können ja erstmal hier. Und so und dies und tralalala. Hi hopsasasasa. Ich bin aber Spinne. So. Wir gehen erstmal auf Mais. Wir müssen sowieso hier alles noch umbauen. Und machen und tun. Machen und tun, Jasmin. Machen und tun, ne? Hm, machen und tun. Das sind zwei Unterschiede. Passt zu dir. Weiß kein Tier mehr hier. Oh, Schade, Schokolade. Wie spät ist das überhaupt? 3.33 Uhr. Nein, ich meine, wie viel Zeit haben wir jetzt schon? 20.16 Uhr. Mensch! Du weißt, was ich meine. Wir haben 41 Minuten. Ja, ich hol noch schnell einmal dreckiges Wasser. Das kannst du gleich machen. Ja, du bist dann wieder bei einer Stunde. Nein. Ich trinke nur einen Schluck. Ja. Aber ich habe 8 Gläser, Jasmin. Mhm. So, dann werden wir demnächst wieder. Was wollen wir denn morgen machen? Wollen wir morgen weiterbauen? Wir können ja bauen, holzen, buddeln. Abbauen, farmen und looten, ne? Alles ja, gleichzeitig. Ich würde erstmal eine Runde wieder so bauen, weil damit man das erstmal fertig kriegt, halbwegs hier. Ja. Ich kümmere mich um das Fleisch und so. Aber es fehlen halt so viele Sachen für Komponenten, dass wir das machen können, was ich machen will. Also wir müssen so einen gesunden Mix erschaffen. Ich habe immer noch keinen Punkt, ich verstehe das nicht. Oh, jetzt habe ich kein Holz, Jasmin. Hm. So, und... Rezepte. Jetzt kommt meine letzte Amtshandlung hier. Oh, passt. Alles klar, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Seven Days to Die. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Lasst ein Like da. Tschüss.